In der kleinen Inselstadt Ratzeburg steht das Kino Burgtheater. Von außen sind abgesehen von alten Plakaten und Warnhinweisen nicht viel zu sehen. In einem der Säle treffe ich mich mit Martin Turowski. Ja, Herr Turowski, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Wir befinden uns jetzt hier in einem der Säle vom Burgtheater Kino Ratzeburg. Dieses Kino, ist das ein Nischenkino eher oder wie kann man das definieren? Also wir sind natürlich ein Landkino, würde ich immer erstmal sagen. Aber wir sind ein besonderes Landkino, weil wir nicht nur die üblichen Filme spielen, sondern wir zeigen sehr viel Arthouse. Wir zeigen besondere Filme. Wir haben den größten Filmclub Deutschlands hier bei uns im Haus. Und das macht uns dann natürlich dann stärker in einem sehr ausgefallenen Programm. Frei nach dem Motto, Not macht erfinderisch, betreiben Sie jetzt nicht nur in Anführungszeichen dieses Kino hier, sondern haben sich jetzt auch darum bemüht, ein Autokino in Ratzeburg aufzuziehen. Und wie sind Sie darauf gekommen? Das ist ganz einfach. Wir suchten die Möglichkeit, irgendwie unsere Kultur, unser Kino nach draußen an die Menschen zu bringen. Und das ist die einzige Corona-konforme Art und Weise, ich muss auch sagen, dieses Wort Corona-konform ist jetzt mein Lieblingswort geworden, weil wir das tatsächlich mit dem Autokino geschafft haben. Wir können kontaktlos den Kunden da wirklich ein ganz tolles Kinoprogramm bieten. Und wir haben natürlich das Glück, dass wir unser Equipment haben vom Open Air, was uns das leichter gemacht hatte. Wir mussten aber natürlich noch vieles andere machen, von der UKW-Frequenz, von so einem Sender und der Ton musste abgeändert werden. Der Kinoton ist ganz anders als der Radioton. Also da ist ganz, ganz viel Neues auch auf uns zugekommen, aber wir lieben Neues. Und wenn ich mal so dran denke, im Jahr 2002 ist unser Open-Air-Kino genauso gestartet, also auch aus der Not heraus damals gekommen. Und jetzt haben wir das auch so. Betriebswirtschaftlich alles unsinnig wahrscheinlich, aber es macht Spaß und die Leute, die feiern das und insofern geht es uns dadurch gut. Ja, hier wären wir denn jetzt nun auf dem Autokinoplatz. Das ist eigentlich ein Parkplatz vom Rathaus, kann das sein? Ja, vollkommen richtig. Das ist ein öffentlicher Parkplatz und gehört zum Rathaus. Und die Stadt hat uns den fürs Autokino überlassen. Okay. Zumindest am Abend. Ja. Wie groß ist das Areal an sich und wie viele Autos können hier maximal reinpassen? Wir haben es jetzt konzipiert auf gut 60 Autos. Und hier hinter uns sehen wir auch schon den Projektor bzw. den Projektorwagen, wie man das nennen kann. Wie genau ist das hier aufgebaut? Genau. Also wir nennen es ganz einfach das Kinomobil. Okay. Das ist ganz einfach. Und diesen Wagen haben wir extra angefertigt mit dem Aufbau, passend für unseren Projektor. Man sieht hier einen Sony 4K-Projektor. Und das ist ein Hochleistungskinoprojektor, wie er auch in großen Kinosälen steht. Also das ist nicht ein Beamer, wie immer gerne viele sagen, sondern es ist ein richtig großer, echter Projektor, der auch das Kinoformat echt abspielen kann, also DCI-konform dann abspielt. Ja. 4K kann er auch, wie ich hier schon außen am Wagen lesen kann. Was wiegt das Ding insgesamt und was ist da noch alles mit dran? Ja, also das Ding wiegt um die 300 Kilo. Wir haben dann einen Server, wir haben USVs, wir haben dann die Prozessoren für den Sound. Dann müssen wir zusätzlich jetzt hier ja noch eine Soundveränderungsmaschine, wie ich das immer sage, so einen Kompressor da haben. Wir müssen die Kanäle von 5.1 müssen wir auf Stereo abwandeln und dann müssen wir es komprimieren, weil der Tonumfang im Kino, sag ich mal, so ist und im Radio nur so und trotzdem muss es ja super klingen und das war für uns alles Neuland und natürlich ist hier auch unser Radiosender, also die Radiostation als solches mit verortet. Sie haben es gerade schon erwähnt, mussten Sie dann dafür eine eigene Frequenz bestellen oder wie lief das dann? Ja genau, ich musste bei der Bundesnetzagentur eine eigene Radiofrequenz für diesen Ort bestellen. Ich kann jetzt auch nicht diese Frequenz irgendwo anders hinnehmen, sondern die wird immer genau berechnet. Darf natürlich nur eine ganz kleine Sendeleistung haben. Ich möchte ja nicht irgendwo bis nach Kiel senden, aber könnten wir es. Okay, und ich schätze mal, die Filmauswahl bleibt relativ ähnlich wie im, ich sag mal, klassischen Kino, also im Burgtheaterkino, oder wird das da irgendwie verändert? Also wir sind jetzt hier schon ein Stück weit mainstreamiger, weil wir schon der Meinung sind, dass wir das breite Publikum mit dem Autokino ansprechen wollen. Aber wir haben natürlich alles Mögliche im Programm und von vielen deutschen schönen Filmen bis zu amerikanischen Filmen ist alles dabei. Wir zeigen Le Mans 66 jetzt nächste Woche, da freue ich mich drauf. Wir haben das perfekte Geheimnis gezeigt. Wir wollen Bohemian Rhapsody noch mal zeigen, das ist natürlich ganz schön. Aber es gibt auch Bad Boy for Life. Massengeschmack TV. Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen.